Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate to the Games zum Opening der von mir etwas mehr ersehnteren Box, nämlich der Donnersichel-Box. Und wie beim letzten Mal schon, Top-Trainer-Box. Wir wissen es, wir lieben es. 9 Booster-Packs, Promo-Karte mit Brüllschweif. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Meine Freundin hat sich damals auch gefreut. Damals, das war vor 2 Tagen. damals. Das war gestern. Wir haben die Box nicht so zeitig bekommen. So. Cooles Heft. Ich mag das voll gerne, ne? Also ist halt einfach bloß ein mega Brutalander in dem Sinne, aber halt als altes Brutalander. Was? Was? Mega Brutalander, weil es altes. Was ist das Ziel? Mopeko ist das Ziel. Zumindest von meiner Freundin. Ich hätte gerne das Stahl. Und Plus und Minus. Das Stahlos, ja, Plus und Minus möchte sie. Die Stahlos fände ich ganz cool. Sieht auch richtig gut aus. Ja, Grodon. Also Grodon, Leute, es gibt so viele coole Karten. Ey, das ist immer so geil jetzt mit diesen ganzen Alternative Arts. Seitdem sie das eingeführt haben, liebe ich das TCG noch mehr. So, Heftchen für dich. Wir öffnen die Box und gucken rein. Ne, wir gucken diesmal nicht komplett rein. Wir wissen aber, was drin ist. Es ist ein Decktrenner drin. Es ist eine Promokarte drin. Die zeige ich natürlich. Codekarte ist drin. Und Sleeves sind drin. Aber Decktrenner und sowas ist, denke ich, meist nicht so wichtig. So. 9 Booster Packs sind wichtig. Und meine wunderhübsche Regie. Das sind halt auch wichtig. So. Werte Frau. Moment. Wähle ein Booster Pack und ich sage dir, was drin ist. Mach. Gleich, als letztes meinst du? Als letztes. Weil genau. Krakrak hatten wir schon. Ne? Wir hatten noch kein Cremanzo tatsächlich als Glückspack. Stimmt. Hier ist noch ein Cremanzo, ne? Wir nehmen das. Okay. Sie hat abgewogen. Ja, wirklich. Ich weiß nicht, wie sie das macht, aber sie kann das. Und wir gucken uns erstmal die hübsche Brüllschweif an. Die ist echt, also noch, ist eine ganze Ecke cooler als die Eisenbündel von der anderen Box. Ich finde Brüllschweif, ich habe natürlich Karmesin gespielt, eine bessere Edition. Und jedem, wie er möchte, ne? So. Ja, aber also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wäre vielleicht mal cool zu wissen, was ihr lieber gespielt, also was ihr cooler findet. Karmesin oder Popo. Wir beide sind Team Karmesin. Ich finde die Vergangenheit interessanter als so Zukunft, weiß ich nicht. Ja, auch gerade das Donfahren. Ne? Ja, so komm, Eisenrad. Riesenzahn, das war schon cool. So, Litomit als erstes Pokémon im neuen Opening. Wie immer alles in der Beschreibung verlinkt, ihr kennt den ganzen Spaß. Guckt die Social Media Kanäle rein für Gewinnspiele und so weiter und so fort. Flormel, Duokless, Gewaier, Femicula, TM Schubenergie, Schlickdri, Durengott als Reverse, Sweeps als Reverse und ein Yveltal als Holo. Das ist auch schon doppelt. Nein, du hast also nicht noch eins. Wenn du noch keins hast. Hast du schon eins? Ja, ich meine, ich habe ihn jetzt schon. Dann haben wir es jetzt dreimal. So. Weiter geht's mit Toxel. Pandir. Mikrik. Brauchen einen Mikrik-Sticker. Elekid. Welchen Witz? Na, das ist ganz schön Mikrik. Ja, okay. Kriechflügel. TM Rückentwicklung. Krawumms. Flamingo als Reverse. Voltula als Reverse. Ja. Und ein Eisenfalter als Holo. Wir sind jetzt alle gespannt wegen den ganzen TM-Karten, ne? Ja. Dass wir das alles ändern können im TCG-Game. Ich denke auch, dass die TM-Karten einiges umwerfen werden an Strategien. Ja, das kann gut passieren, ja. Also, wir sind gespannt. So, Magby. Flamingo. Porygon. Koryoge. Techradar. Fubela. Kontofänger, Litomit als Reverse, Schlickda als Reverse und ein Chongyan als Holo. Wenn du jetzt nochmal Juju ziehst als Holo, dann wäre das auch alles top. Perfekt. Ich tue mein Bestes, okay? Ist ja noch perfekt. Ich
So. Gelatropo. Onyx. Fogita. Knabon. Irsa. Meteno. Herashai. Irsa als Reverse. Kleptifuchs als Reverse. Und ein Kaporiki EX. Isladon, du hast auch schon, ne? Mhm. Schon mal vorgekommen im ersten Opening. Aber trotzdem ein Hit aus der Box. Wir machen weiter mit Flatutu. Unratütox. Gierspenst. Schlickda. Aginuza. TM aus heiterem Himmel. Lokroko. Plussel als Reverse. Energiekapsel als Reverse. Und ein Holostalos. Komm, Donnersichel. Zeig, was du kannst, ey. Ich möchte, dass die Box besser ist als die letzte. Ja. Das ist mein eigener Anspruch an dieses Pokémon jetzt. Was? Ach so, nimm mir eine Schliefe. So Trainerkarten liebe ich meistens nie. Außer sind halt Goldkarten. So, weiter geht's mit Grillmack. Schlickda. Skogla. Sendekt. Schlurm. Professor Futurs Szenario. Mishu. Unratütox als Reverse. Mikrik als Reverse. Und ein Bon Baojian als Holo. Es geht weiter mit Irachi, Geosali, Schirmdame, Porygon 2, TM Entwicklung, Gertwino, Trotzweste, Frubel als Reverse, Psyopatra als Reverse und ein Deoxys als Holo. Also ich will jetzt nichts sagen, aber die Box liegt jetzt nicht so gut bis jetzt. Vielleicht das Glückspack, vielleicht reißt das Glückspack wieder alles raus. Nee, so, glaube ich nicht. So bam, teuerste Karte einfach. Nee, glaube ich nicht. Ja, das haben wir vor uns auch gedacht, ne? Okay. Bei den letzten Openings. So, letztes Pack vom Glückspack startet mit Tentagra, Gelatini, Knabon, Wablu, Absol, sehr geiles Abwehr. Mhm. Maskeregen, Energiekapsel aus der Vergangenheit, Magby als Reverse. Jawohl. Ein Manturps, ich hab's gerade noch gesagt, ja, ne? Wie süß es ist, als Alternative Art und ein Sidra King als Holo. Sehr cool. Sehr cool, das war eine von meinen gewollten Alternatives, weil die sieht echt schön aus. Und ich mag Mantax und Manturps sehr, sehr gerne. Von daher. Dankeschön, Frau. Bitteschön. So. Das ist schon mal. Ja? Ja. Jetzt das Glückspack. Mhm. Mhm. Wir legen los mit Kroke, Schnäppke, Gramokles, Sefer, Kay, Pumpkin, Professor Antiquas Vitalität, das Irdengefäß als Reverse, Zensekt als Reverse und ein Grodon als Holo im letzten Pack. Mist. Mist, Mist, Mist. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Mantops ist cool. Und wir haben immer noch unsere coole Promokarte und noch eine Kaporiki EX. Also von daher gibt's Schlimmeres. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wir haben noch zwei Packs mit drei Blistern. So rum. Ich bin verwirrt. Und die machen wir beim nächsten Mal auf. Und zwar in zwei Videos.
Deswegen lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr Schönes gezogen habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.